In Foundation haben wir viel zu viele Mäuler zu stoppen. Mhm. Und die Leute hungern. Ja, guck mal hier, ich habe was für dich. Wow, so gut wie nach diesem Eintopf habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Das ist schon 60. Nice. Jetzt ein Drink. Der Rocker will, dass wir nüchtern bleiben. Er sah mir unsympathisch aus, Entschuldigung. Er sah mir einfach unsympathisch aus. So, wir müssen noch mit ihr da hinten sprechen, ne? Fühlt sich an, als wäre ich im Himmel. Noch nicht kaputt ist. Oh nice, was wir alles bekommen. Hallo. Nice, 23. Mega. Dürfen wir sprechen? Timing scheint zu deinen Stärken zu gehören. Eigentlich nicht, nein. Ich kann so gut wie jeder andere eine Wunde versorgen. Aber Appalachia kann uns sehr viel Schlimmeres antun. Ist das so? Wir haben hier Patienten mit einer unbekannten Krankheit und mit Verletzungen, die wir nicht behandeln können. Ich bin aber kein Arzt. Was wir unbedingt brauchen, ist Know-how. Also lass uns handeln. Das, was du nicht hast, aber brauchst, gegen das, was ich habe, aber nicht brauche. Hab was gehört, das? Dein Ziel ist The Pit. Der einzige sichere Weg raus aus Appalachia ist der Stahlvogel, den Lennox oben auf dem Dach hat. Mhm. Ohne meine Zustimmung fliegt sie nicht und momentan hast du die nicht. Hier ist der Deal. Du bringst mir die medizinischen Infos, mit denen ich den Leuten hier helfen kann. Dafür segne ich deine kleine Expedition ab. Hab vorhin nach Essen gesucht. Wurde nur einmal von Verbrechen. Was wir brauchen, ist im Voltec Landwirtschaftszentrum. Aha. Können die Responder auf dich zählen? Ja, bin dabei. Prima. Tja, dann ran ans Werk. Okay, der dann. Alles, was du finden kannst, zu unserer leitenden Sanitäterin. Ich gebe ihr Bescheid. Ja, machen wir, ne? Machen wir. Danke. So, das haben wir jetzt auch. Dann heißt, wir müssen so hier nach medizinischer Aufrüstung, landwirtschaftliche Tech-Forschung. Machen wir gleich. Die Blutblatt-Aioli passt perfekt zum Meyer-Lörk-Fleisch. So, wie sonst haben wir dann eigentlich alles soweit fertig, ne? Wir müssen noch mit der Aufseherin sprechen. Dieses Holz, den Holzabfall müssen wir noch sammeln. Hier hinten, wow. Dann gehen wir mal raus hier. Ich mache die ganze Zeit immer noch Nebenquesten, ne? Das sind noch nicht mal Mainquesten, die ich hier mache. So, dann raus hier. Und gucken wir mal, was wir jetzt so Schönes machen können. Wieso ist meine Energie zu niedrig? Wie kann ich denn die wieder auffüllen? Hier gab es doch irgendwo eine Kiste, also die Versteckkiste. Wo waren die? Die war doch hier irgendwo. Jetzt haben Bitte stören Sie die Sicherheitspatrouillen. War die hier? Hier war die doch irgendwo, ne? Da. Brauche ich dafür eine Energiezelle? Oh Gott. Eine Suchleiste wäre jetzt was ziemlich Geiles. Hilfsmittel. Nein. Steampack Soup. Ich komme, hier haben wir noch 24 drin. Moin. Und ich suche die ganze Zeit wie ein Geisteskranker danach. Sonst ist aber hier nichts drin, ne? Wie können wir das denn jetzt auffüllen? Golderz? Nein. Polos, Haftbefehl. Okay. Wir können auch actually mal wieder ein bisschen ohne Rüstung laufen. Am besten so, wie wir jetzt sind. Halb nackt. Laufen wir durch, aber... Wieso habe ich eigentlich keine Rüstung mehr an, mal ganz so nebenbei? Bitte ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Meine ganze Rüstung weg. Nein, ihr sagt bitte... Nein, bitte nicht. Ich habe fast 100. Nice, sehr schön. Das hört sich schnieke an. Linkes Bein... Brustteil, rechter Arm, linker Arm. Ja, das bräuchte ich auch mal. Das ist aber für ein Dings, ne? Wir ziehen mal unsere Ausrüstung wieder an. So, den Rest können wir wegpacken. So, Rüstung, das und das weg. Ja, das passt erstmal. Hä, warum hat er die Ausrüstung jetzt nicht an, obwohl ich eigentlich anhabe? Was ist das denn? Ja, ich sollte auch mal anfangen, aktiv danach zu suchen, tatsächlich. Nehmen wir mal kurz eine Tablette.
Und wir machen mal hier oben wieder ein Stimpack rein. Dass ich darauf immer gleich zugreifen kann, wenn ich welche nehme. Zack. Und raus hier. Komm, ab zurück nach Appalachia. Da will ich auch nochmal hin. Bei diesen Ladeskin, diese Häuser, die man hier sieht. Da möchte ich auch noch gerne mal hin. Die haben wir ja schon mehrmals gesehen, tatsächlich. Aber so ganz genau warm, also so richtig warm jetzt da noch nicht. Noxy, wie weit bist du denn schon in Fallout 76? Wie weit bist du schon? Was war das denn gerade? Sah das cursed aus? Wenn du nicht weißt, wo du unterwegs hin sollst, die Responder haben eine Außenstelle. Wir haben super viele andere Questen, die wir noch machen können. Aber tatsächlich möchte ich jetzt erstmal zur Aufseherin und die Quest weiterführen. Wie? Endlevel? Ja, Noxy ist bestimmt noch nicht im Endlevel. Davon träumet er. So, Aufseherin. Nach einer halben Ewigkeit bin ich auch mal wieder bei dir. Okay. Nach einer halben Ewigkeit bin ich auch mal wieder bei dir. Wie geht's dir? Lang nicht hier gewesen. Aber wir wollen mal die Quest von ihr jetzt weiterführen. Wird Zeit. Und das wird auch sein, dass jetzt erst die Hauptquest. Also ist das jetzt die Hauptquest, die ich jetzt hier mache? Hallo, Aufseherin. Magst du dich schon bei Fallout 77? Es ist soweit. Ja. Sie sind bereit. Das ist richtig. Bereit, die Mission zu hören. Aber zuerst muss ich wissen, sind Sie gegen die verbrannten Seuche geimpft? Keine Ahnung. Bitte. Das ist sehr wichtig. Weiß ich nicht. Ja, die Impfung ist erledigt. Datchet sagte mir, wo sie stecken. Ja. Gut, wir brauchen nämlich noch viel mehr davon. Waren Sie in der letzten Zeit in den Bergen? Nein. Wir sind nicht mehr allein. Es kommen Leute von außerhalb Appalachias. Ich habe mich unter zwei größere Gruppen gemischt. Beide waren am Bauen. Ställe, Häuser, Verteidigungsstellen. Sie wollen bleiben. Aber sie wandeln allesamt ahnungslos in eine verheerende medizinische Katastrophe. Wen kümmert's? Die sind nicht aus 76, macht nicht unser Problem. Ich rede mit den Neuen und lasse sie impfen. Ich wusste, ich kann auf sie zählen. Ich versuche, genug Impfstoff für alle herzustellen. Sie müssen sie nur überzeugen. Okay. Was wissen wir über die Neuankömmlinge? Der Architektur nach sind im Norden die alten Raider-Kumpels, von denen dieser verrückte Roboter Rose ständig redet. Oh Gott, Rose. Sie müssen vielleicht... Ich hasse sie. ...mit ihr reden. Schon wieder? Vielleicht kann sie ein Treffen arrangieren nach dem Motto, erst reden, dann schießen. Die Leute im Süden sehen mehr nach Familien aus. Aber wer weiß, was die alles durchgemacht haben. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie dort sind. Ich sehe gerade, das andere ist eine tägliche Quest. Kann ich die irgendwie aufgeben oder wegmachen, dass sie mir da nicht die ganze Zeit im Bild hängen? Ich finde diese Questübersicht super eklig. Also ich finde die wirklich eklig. Die nervt. Die nimmt viel weg. Sie können sich auf mich verlassen. Machen Sie es doch selbst, wenn Sie sich so gern, anstatt es auf... Blablabla. Okay, ich mach. Vielen Dank. Es ist schön, meine Vault-Familie wieder um mich zu haben. Einer von vielen. Wie dem auch sei. Sprich mit Rose. Oh, no, bitte nicht. Nein, habe ich nicht. Ich will keine Fragen haben. Ansonsten passen Sie auf sich auf. Super, wo bleiben wir? Das ist eine gute Frage. So, gibt es irgendwie eine Questenliste? Irgendwo, irgendwie, die ist was nervt. Ach, ja. Haupt. Das sind alles die ich noch machen muss. Eine willkommene Nachbar. Ich begebe dich zum Fort Alias, muss ich noch machen. Und das muss ich... Hallo? Das muss ich noch machen. So Nebenquesten, das weg. Tägliche Questen hier. Weg, weg. Brauche ich jetzt nicht. Nur Haupt- und Nebenquests. Wir haben ja auch noch einiges zu tun. Lies die Notiz, müssen wir noch machen. Jetzt ist komplett voll. Okay, warte mal. Wir machen mal. Lies die Notiz. Welche Notiz?
Gegenstände, Kleidung, Essen, Trinken, Hilfsmittel, diverses. A-Klammern. Welche Notiz? Ich habe keine Notiz. Das ist nicht gut. Aufseher, Lok. Aufseher. Nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch. Nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Voltec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch dieses eine Jahr. Beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen. Kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Aha. Aha, aha, okay, guck mal, wir haben noch super viele Nebenquests, die wir noch gar nicht gemacht haben, die ich auch nochmal erledigen will. Hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht? Weiß nicht, da bin ich anscheinend gerade auf dem Weg hin. Muss da irgendwie rein. Wie und wo? Wie komme ich jetzt hier in das Haus? Guck mal, hier ist was kaputt. Gehen wir mal durch und hier ist noch eine Tür. Oh, so eine Pizza könnte ich jetzt auch essen. Hätte ich jetzt auch Hunger. Ein Stift, verbranntes Buch. Mehr Gesülze hier, Sofa. Guck mal, hier geht es auch in den Keller rein. Oh. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Eine Blaupause, ne? Klo, 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 klo. Ich muss dann noch was essen. Jo, ich tatsächlich auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Hunger. Was gibt's denn Schönes? Und kannst du mir auch was fertig machen? Ich habe eigentlich auch Hunger. War das nicht hier? Warte mal. Mülleimer, ist eine Blaupause drin? Oh Gott. Eiweiß. Ach so, ja, nee, doch nicht. Denn nicht. Beide, hier ist noch was. Schrauben und Sturmfeuerzeug brauchen wir. Vorkriegsgeld nehme ich gerne mit. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Aber nee, so eine Stulle könnte ich auch gleich nochmal vertragen. Oder eine Pizza, eins von beiden. Dann lieber eine Pizza, schmeckt besser. Okay, aber hier ist auch nicht das drin, was ich eigentlich suche, ne? Sprich mit Rose, geht zum Bunker. Was bin ich nochmal hier? Finde den nächsten Tagebucheintrag in Sutton. Oder Sutton. Tagebucheintrag hier irgendwo? Nö, nö, nö. Nö. Ein Kissen? Nö. Ah. Hallo Mama. Hallo Papa. Ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Konnte mir nicht freinehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Das sieht schon echt geil aus. Kannst du sagen, was du willst? Es sieht schon sneak aus. Aber du bleibst online, oder? Ich hab dir gesagt, Open End. Ich mache heute so lange, wie ich Bock habe. Und wenn ich halt bis 2 Uhr nur Fallout spiele, dann spiele ich halt bis 2 Uhr nur Fallout. Heute mache ich so lange, wie ich Bock habe. Es ist Freitag, geht Samstag, ja. So, wir müssen nochmal mit Miss Annie hier hinten im Freizeitpark sprechen. Ganz kurz Waffe wechseln.
Ich werde jetzt aber nicht nur Fallout spielen wahrscheinlich. Ich werde mal später was anderes spielen. Gefällst? So gefällst du mir. Was heißt ja? Kannst du bitte sterben? Danke. So gefällst du mir. Hallo, haut euch immer zu. Ich will mich nur konstant. Ich brauche wieder einen Bogen. Ich muss mir mal wieder einen Bogen herstellen. Bogen ist einfach geiler. Ist einfach ein geileres Gefühl, mit dem Bogen zu spielen. So Gegenstände, Notizen. Ich brauche Essen und Trinken. Wo ist Essen und Trinken? Da ist Essen und Trinken. Abgehörtes Wasser. Nice, 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 nice. So, passt erstmal. So, Miss Annie, wo bist du eigentlich? Die war da hinten beim Krokodilpo, ne? Ja. Da hinten ist die. Guten Hunger, Noxy. Geiler Typ, jo. Genau. Du hast gerade eine volle Kugel ins Gesicht bekommen. Warum stirbst du nicht daran? Auf frech. Kannst du bitte sterben? Gott, frech. Wunderfutter. Ja, wenn ich erstmal nichts anderes habe, dann nehme ich erstmal das. Ich sollte wirklich mal gucken, dass ich mehr Kampflinte. Hört sich auch gut an. Dass ich mehr Dings nehme. Nahkampfwaffen bei mir habe, damit ich sie mal einfach mal verwende. So, Annie, war irgendwo da hinten, glaube ich. So, wenn ich mich recht entsinne. Die war irgendwo im. Da hinten. Hallo. Super. So, ist hier noch irgendwas? Das konnte mir leider nicht mehr fahren. Das fand ich ein bisschen schade. Ich wäre es ganz gerne gefahren. Noxy, was meintest du eigentlich mit dem Wasserpark? Und warum hast du mich gefragt, ob ich hier schon war? Ich meine, ich war schon hier, bin jetzt wieder hier, aber. Haha, du kommst hier nicht hoch. Haha. Stirb. Danke. Nur so. Ach so, spontane 80 Stunden. Spontane 80 Stunden Stream. Ach so. Hallo. Was ist denn mit ihr los? Oder mit ihm? Ja, klar, der haut einfach mit dem Beil auf mich. 120er. Teddy haut. Ja. Yeah. Nee, lohnt sich ja gar nicht. Lohnt sich irgendwann mal, wenn ich mal vielleicht die 100 Zuschauer erreichen sollte und dann, keine Ahnung, so ein Dingstream mache. So hier, haut mal schön 5 Euro raus, dann mache ich, da mache ich 10 Minuten länger oder so, keine Ahnung. Aber so lohnt sich nicht. So, ich wollte eigentlich ein Stimpack nehmen, danke. Spontan auf A-Basis, ja, na klar, sicher. So, wo ging es die hoch hier, ne? Ja, nice. Wieso? Annie müsste irgendwo da hinten gewesen sein. Annie. Ist die denn jetzt da hinten? Dieser Roboter ist das nämlich. Hallo Annie. Excusez-moi. Was? Sie da? Hi. Sind Sie hier, um Freddy zu finden? Nein, wer ist das? Freddy ist mein kleiner Junge, der vor langer Zeit verschwunden ist. Sein Vater hat einen Peilsender an Freddy angebracht, den der Junge nicht entfernen konnte. Mhm. Aber an diesem furchtbaren Tag sendete er nicht mehr. Die Polizisten haben es versucht. Es war ganz einfach, es gab Hinweise. Mhm. Dann geschah all das hier. Mein Freddy wurde nicht gefunden. Mhm. Okay, kommt jetzt noch ein Dialog, den ich vielleicht habe, oder ist das Ende? Nein. Also soll ich weitermachen, wo die Polizei aufgehört hat. Oh ja, im Sicherheitsbüro gibt es bestimmt Hinweise. Mhm. Aber Nanny kann ihre Privatsphäre-Protokolle nicht umgehen.
Das Betreten des Sicherheitsbüros ist nicht gestattet. Okay, ab zum Sicherheitsbüro. Kontrollpunkt erreicht. Wo ist denn da hinten? Kann ich irgendwie besser markieren? Das ist. Ja, nein. So, ich muss da hinten hin. Gehen wir mal zum Sicherheitsbüro. Vielleicht finden wir noch einige Hinweise, wo wir Timmy wiederfinden können. Der Junge wird für immer verschwunden bleiben. Den werden wir nicht mehr finden. Junge. So, wo haben wir ihn denn? Hallo. Ich brauche mehr Ausdauer, definitiv. Das Ding hier? Das da? Das war nicht das Sicherheitsbüro. Das hier sieht schon eher aus. Kurz einmal nachladen, danke. Wo können wir denn hier Hinweise finden? Das da? Ein Vakuumröhre, eher weniger. So, stirb, danke. Bin anscheinend da, wo ich hin soll. Da müssen wir auch noch hin. Aber wo genau können wir denn jetzt hier was finden? Wer schießt hier auf mich? Wo? Ach, da. Jo, mein Freund. Was geht? Stirb bitte. Kannst du bitte sterben? Das wäre angenehm. Ich hab dir gerade voll in die Beine geschossen. Kannst du bitte sterben daran? Danke. Gott verdammt, du. Frech. Einfach frech. Okay, den Rest brauchen wir nicht. Wo geht's hier hin? Hallo. Bin ich hier vielleicht das, was ich haben will? Oh, nice. Danke. Schmutzige Arbeit. Könnten wir lesen. Was haben wir hier? Rate mal, wen sich der Aufseher Jenkins wieder fürs Toilettenputzen rausgepickt hat. Wenn du auf dich selbst getippt hast, dann ding, 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 gewinnst du den Preis. Ach ja, um diese Woche ist wieder Chili-Wettkochen. Also deck dich schon mal mit chemischen Reinigungsmitteln ein. Ich habe eine Ladung davon im Versorgungsschacht unter dem Eingang zum Krokos. Was? Krokokolos Montaigne, mein Gott, verstaut. Okay, nice. Also bekommen wir da ab und zu mal gelegentlich irgendwelche Tipps, die wir vielleicht ja machen können. Und dann bekommen wir legendäre Sachen. Hier ist eine Blaupause. Ich hab eine Blaupause gefunden. Let's go. Erstellungsgegenstand freigeschaltet. Voltec. Ich hab eine Blaupause gefunden. Alter, dass ich das nochmal finde. Ich bin begeistert. Nein, Hackdammer ist kaputt gegangen. Dann halt so. Mann, ey, frech. Dann halt so, genau. Den Rest brauchen wir nicht. Was haben wir hier? So zu. Okay, wir können. Also, es muss hier irgendwo sein. So, Radio ist nicht. Computer vielleicht? Betrieb. Nope. 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 Alarme. Nope. Nope. Entführungen. Nope. 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 Tom, nein. Nein, Pete, nein. Hallo. Okay, hier ist nichts. Gib dem Holoband Hinweise wieder. Dem Holoband Hinweise wiedergeben. Warte mal, was für Hinweise? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Papiere kann man nicht durchsuchen, ne? Was waren hier gerade? Kann ich gerade irgendwas anklicken? Ich weiß nicht was. Oh. Oh. Ja, hey. Hi. Wo ist deine Nanny? Ich habe eine Überraschung für dich. Aber die andere
Oh, wie,